Hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Vorschau zur dritten Beta-Phase von Elite Dangerous, die uns morgen am 28.10.2014 erwartet. Ganz schön fix dabei sind die Entwickler von Frontier Development, denn die zweite Beta lief jetzt nicht mal einen Monat. Ihr seht hier im Hintergrund übrigens ein paar Videoszenen spezifisch zur zweiten Beta von den Sachen, die dort hinzugekommen sind. Und während ihr diese jetzt hier beobachten könnt, erzähle ich euch jetzt, was euch in der dritten Beta-Phase von Elite Dangerous erwartet. Die erste große Änderung, die viele schon erwartet haben, inklusive mir, ist der Hangar. Ihr könnt in der dritten Beta beliebig viele Schiffe auf beliebigen Stationen lagern. Egal, ob ihr jetzt eine kleine Sammlung von jedem Schiff in Azeban City lagern wollt oder eine Cobra-Kollektion auf verschiedenen Planeten an verschiedenen strategischen Positionen platzieren wollt, damit ihr überall zugleich sein könnt. Da wird euch ab morgen keine Grenze mehr gesetzt. Ihr könnt so viele Schiffe haben, wie ihr wollt. Und damit das dann auch noch ein bisschen mehr Sinn macht, wird es auch noch zwei, drei neue Schiffstypen dazu geben, die allerdings noch nicht näher genannt sind. Neue Module kommen natürlich auch. Das Abfangen aus dem Hyperraum wird zum Beispiel endlich möglich. Aber hey, wie sollen wir das finanzieren? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Aber dieses Problem wird der zweite Teil und der vielleicht meist erwartete Teil der Elite-Serie überhaupt lösen. Denn das Mining kommt endlich dazu. Ihr könnt mit eurem Schiff ausgerüstet mit einem Scanner, den Mining Laser und ein Extraktionsmodul in Asteroidengürtel fliegen, da die Asteroiden scannen nach wertvollen Mineralien. Die Mineralienbrocken könnt ihr dann mit dem Laser heraustrennen, diese dann nochmal separat scannen, ob sie auch wirklich das enthalten, was ihr wolltet, und die Menge ermitteln. Diese dann mit eurem Greifer einsammeln, um sie dann mit dem Extraktionsmodul in die Rohstoffe zu verwandeln und diese dann zu verkaufen. Eine neue Einnahmequelle, eine, die vielen Leuten viel Spaß macht, eine, auf die ich auch schon lange gewartet habe. Freut mich, dass es jetzt endlich testbar sein wird, wie dieses ganze System funktioniert. Außerdem wird dadurch natürlich eine enorme neue Möglichkeit für Piraterie und für Loot-Abgreifen geschaffen, die auch ganz interessant sein könnte, gerade im PvP-Bereich. Zu guter Letzt wird alles auch nochmal eine ganze Ecke größer oder um mal Zahlen zu nennen, es wird fünfmal so groß wie bisher. Denn es bleibt nicht bei 500 Sternsystemen, nein. Ihr dürft ab morgen in 868.000 Kubik-Lichtjahren herumtollen, dort 2.400 Sternsysteme besuchen. Diese Sternsysteme beinhalten ca. 4000 Sterne und 25.000 Planeten und erstmalig nun auch einige ganz spezielle Planeten und Sterntypen, wie zum Beispiel einen Klasse-B-Stern. Ja genau, es gibt nur einen Klasse-B-Stern. Das sind besonders heiße Sterne mit Temperaturen über 20.000 Kelvin, also irgendwie 19.000 Grad Celsius oder so, fragt mich bitte nicht genauen Zahlen. Und es wird auch die ersten 5 Gasgiganten zu finden geben in der Galaxie von Elite Dangerous 3. Das waren auch schon die größeren Änderungen, die ab morgen verfügbar sind. Natürlich weiterhin kleine Grafikschmankers, Kompatibilität und Performance-Probleme werden behoben. Dies wird dann auch die finale Beta-Phase sein. Am 22. November findet ein großes Elite-Premiere-Event statt und ich denke, ganz nahe dabei wird dann auch die Vollversion released. Ich werde euch natürlich so schnell wie möglich ab den 28. die ersten Let's Play-Videos wieder liefern und vor der Premiere auch nochmal ganz klar ein Showcase-Update, was sich seit dem letzten Showcase in Beta-Phase 2 und 3 alles geändert hat, mit ein bisschen Bildmaterial dazu. Außerdem dann noch ein kleines Preview-Video zu dem, was dann noch in der Vollversion dazukommt. Und was dann nach Release noch so alles auf uns wartet, hier bei Elite 4 Elite Dangerous. Bis dahin wünsche ich euch aber einen ruhigen Flug, treffsichere Abschüsse und vor allen Dingen alles Gute. Bis dann, euer Schumbock.